Auch er möchte hier gern rein. André Liebscher ist der 5. im Bunde, der seine Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna bekannt gibt. Der 53-jährige Familienvater tritt als unabhängiger Einzelkandidat an. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Oberbürgermeister, der von Parteien unabhängig ist und auch wirtschaftlich unabhängig agieren kann, eine bessere Kommunalpolitik für die Bürger insgesamt machen kann, ohne dass er verstrickt ist in politische Meinungen, die er transportieren muss, sondern wirklich sich auf die Bürger und unsere Stadt konzentrieren kann in seiner Arbeit. André Liebscher wohnt in Pirna-Kopitz. Hier machte er sich seinerzeit für den Neubau des Horts der Diesterweg-Grundschule stark. Für Liebscher eine wegweisende Erfahrung, ein Zeichen, dass sich ehrenamtliches Engagement lohnt. Wir haben damals gesehen als Eltern, dass die Schulbedingungen nicht das waren, was man sich auch im Lehrerkollegium vorgestellt hatte und auch vor allen Dingen im Hort, dass der Platzbedarf größer war, als die Kinder untergebracht werden konnten in der Schule und in den Horträumen. Und da kam die Idee, zusammen mit Eltern und auch mit Stadträten und mit der Stadtverwaltung ein neues Konzept für Kopitz zu entwickeln und diesen Hort hier im Hintergrund zu bauen, damit die Schule Schule sein kann und der Hort Freizeit für die Kinder. 2016 mischte Liebscher erstmals in der Kommunalpolitik mit. Damals unterstützte er den OB-Kandidaten Tim Lochner, heute einer seiner Konkurrenten. Liebscher leitete 2 Jahre das Wahlkreisbüro von der damaligen Bundestagsabgeordneten Frauke Petri, ehe er 2019 in den Stadtrat gewählt wurde. Dort schloss er sich verschiedenen Fraktionen an. Heute ist er Partei- und fraktionsloser Stadtrat. Wenn man neu im Stadtrat ist und gewählt wird, probiert man sich politisch aus. Man schnuppert in die eine und die andere Fraktion mal rein und lernt deren Arbeit kennen. Letztendlich war es bei mir so gewesen, dass ich festgestellt habe, dass ich als unabhängiger Stadtrat und als parteiloser Stadtrat, der ich ja bin, mehr erreichen kann, weil ich eine bessere Kommunikation mit allen habe. In Pirna bekannt wurde André Liebscher durch sein Engagement bei der Bürgerinitiative Oberelbe. Damals setzte er sich für einen Bürgerentscheid zum Thema Industriepark Oberelbe ein. Der geplante IPO, ein Schwerpunkt für jeden OB-Kandidaten. Viele Bürger sehen den IPO kritisch. Ich sehe den IPO auch kritisch, weil es noch viele ungeklärte Fragen gibt, die einer Antwort bedürfen. Letztendlich kommt es auf die Finanzierung und die Umsetzbarkeit an. Und wenn die entsprechenden Fragen geklärt sind, was der Bebauungsplan dann auch beantworten wird, den wir leider noch nicht haben, aber der dieses Jahr kommen soll, werden wir darüber nochmal neu befinden müssen, was dort oben gebaut wird und wie es gebaut wird und ob es gebaut wird. Grundsätzlich bin ich dafür, dass wir unsere Stadt wirtschaftlich weiterentwickeln und Gewerbegebiete ausweisen. Allerdings auf Krampf und auf Widerstand der Bevölkerung werde ich kein IBO befürworten. André Liebscher absolviert gegenwärtig eine berufsbegleitende Ausbildung zum Hygienekontrolleur bei der Stadtverwaltung in Dresden. Am 26. November aber möchte er Oberbürgermeister in Pirna werden. Was mir in den Gesprächen mit den Bürgern immer wieder auffällt, ist, dass es die vielen kleinen Dinge sind, die die Bürger bewegen in ihrem Umfeld. Das beginnt bei dem Hundespielplatz und hört bei der Sanierung eines einfachen Gehweges auf. Natürlich muss man als Oberbürgermeister das Große auch im Blick haben und darüber nachdenken, was wichtig ist für die Stadt, Konzepte umsetzen. Das sind so Sachen wie Industriepark Oberelbe, Verkehrskonzepte. Aber man darf als Oberbürgermeister und auch als Stadtrat oder als Engagierter die kleinen Sachen auch nicht vergessen, die die Bürger bewegen und sich dafür einsetzen, dass diese auch umgesetzt werden. Neben André Liebscher haben bisher Ralf Thiele, Tim Lochner, Ralf Wetzig und Katrin Dollinger-Knuth ihre Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna bekannt gegeben. Bis zum September können weitere Anwärter folgen.